Du brauchst kein neues Equipment, um neue Mitglieder zu bekommen. Das ist der Titel des heutigen kurzen Videos. Ich heiße Adam von MemberBoost und möchte dir ganz kurz erklären, warum du wirklich keine Investitionen in neues Equipment tätigen musst, um neue Mitglieder zu gewinnen. Oft ist der Irrglaube da, dass wenn ich gerade neue Geräte mir kaufe, es ist egal, ob es ein Gym ist, ja, so ein klassisches Fitnessstudio, ob es vielleicht ein CrossFit Box ist oder so, ja, dass man dann immer das neueste, tollste Equipment braucht, um Mitglieder zu gewinnen, um neue Leute zu bekommen oder um Leute zu halten. Das ist oft ein Irrglaube und oft geht man dafür meistens mehr bereit, mehr Geld dafür auszugeben, um neues Equipment zu kaufen, anstatt mehr Geld dafür auszugeben, ja, Prozesse zu etablieren, Sales und Marketing zu lernen, um einfach neue Mitglieder zu gewinnen über den Service, über die Leistung, die du bringst. Es ist ja so bei uns in der Branche, dass jedes Jahr aufs Neue, spätestens zu FIBO in der Fitnessbranche oder bei den CrossFit Games, ja, bei der CrossFit-Branche, einfach die Sau durchs Dorf getrieben wird und immer das tollste, neueste und super geile Equipment oder irgendwelche Übungen dort vorgestellt werden, die man dann auch im Gym machen muss, ja, oder das Equipment kaufen sollte. Frag dich bitte aber bei dieser Investition, ist das denn etwas, was du gerne hättest, weil du einfach begeisterter Sportler bist und gerne so ein Ding bei dir in deinem Gym hättest? Oder ist es etwas, was der Mehrheit deiner Member tatsächlich hilft? Ja, es ist immer so, dass ein paar Mitglieder gerne etwas Besonderes hätten. Vollkommen okay, ja. Aber frag dich bei der Investition, ist das, was du kaufst, wirklich sinnvoll? Lohnt sich das überhaupt auch auf lange Sicht? Das heißt, können die Mitglieder davon ja, etwas haben, und zwar mehrere Mitglieder, nicht nur einzelne Personen? Kannst du das in deinem Gym, in deinen Kurs einbauen? Rentiert sich das hinten raus? Oder ist es ein Wunsch von einigen wenigen oder vielleicht auch ein Wunsch nur von dir? Das heißt, investiere nicht zu schnell in neues Equipment. Versuch dir bitte keine allzu großen Kosten über Leasing und Co. ans Bein zu binden, weil das ist oft dann der Hintergrund oder oft der Rattenschwanz, der daraus entsteht, dass man sich einfach mit mehr Equipment, natürlich mehr Kosten ans Bein bindet und im Grunde genommen die Geräte, die man kauft, dann nur für den Anfang sind, anfangs ein gewisser Hype da ist, nachher nicht mehr gebraucht werden. Daher kauf kein neues Equipment, um neue Mitglieder zu bekommen, sondern erweitere deinen Service, lerne einfach Skills fürs Marketing, lerne Skills für Sales oder komm zu uns, wir zeigen dir, wie es geht, damit du auch ohne Kosten für neues Equipment auch neue Mitglieder gewinnen kannst.